Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir befinden uns auf Neubartelshagen. Hier stehen wir vor dem Ortsschild und unser Projekt heißt Big Farm. Und das bringen wir dadurch zum Ausdruck, dass wir nämlich dieses schöne, neue, große Maisfeld hier gekauft haben. Wir gucken mal ganz kurz in die Karte. Das ist dieses Feld. Und ich bin da jetzt ein kleines bisschen irritiert, weil hier steht nämlich wieder die 3. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in der letzten Folge uns schon ein bisschen gewundert, weil da stand, glaube ich, nämlich 32 und da hatten die Felder sowieso irgendwie ganz andere Nummerierungen teilweise. Naja, gut, sei es drum. Jedenfalls hier ist es jetzt wieder das Feld Nummer 3, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber es ist erntereif und wir haben Mais da drauf. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ja, okay, 64% ist jetzt nicht der Burner, aber wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, denn ich sehe da oben schon in der Wettervorhersage, es soll regnen und dann werden wir natürlich nicht ernten können. Okay, aber wir wollen loslegen, das Maisfeld zu ernten und deswegen kaufen wir jetzt zusammen, wie schon in der letzten Folge versprochen, einen Drescher. Und da hatte ich mir ja vorgestellt, den John Deere hier zu nehmen und der hat 16.000 Liter und wenn ich richtig weiß, haben wir den Anhänger mit knapp 40 Kubik und das heißt, da kriegen wir locker 2 Wagenladungen rein in den Hänger. Das denke ich, das würde ganz gut passen. Na, wo ist er? Da ist er. Nun gut, 550, naja, wir haben ja das Geld noch auf dem Konto und wir brauchen den Drescher unbedingt, denn wir wollen ja das Feld ernten und es gibt auch noch andere Ernteaufträge. Also insofern lohnt sich das auf jeden Fall. Wir gucken mal ganz kurz hier dieses Schneidwerk mit 12 Metern, das ist richtig schön ordentlich, kann man auch zusammenklappen. Das werden wir uns dann jetzt auch gleich dazu gönnen und zack, zack, ist gekauft und dann werden wir noch den Drescher dazu nehmen. So, und da müssen wir das Kennzeichen ändern. Nehmen wir die 11. Sehr schön. So, Reifenvariante EU, Entladerohr Design. Können wir noch mal ganz kurz schauen. Ja, da ist es ein bisschen länger. Kann, denke ich, nicht schaden. Wir werden den Drescher kaufen. Und Freunde, dann kann es losgehen. So, da steht das gute Stück. Wir schauen doch mal ganz kurz in die Wettervorhersage. Okay, 10, 11, 12 bis 13 Uhr haben wir Zeit. Okay, also dann lasst uns loslegen. Sonst werden wir überhaupt nicht fertig. So, hat er rundum kein Leuchten? Ja, irgendwo blitzt es. Ach jö, süß. Okay, so. Sehr schön. Dann werden wir mal das Schneidwerk hier aufnehmen. Und dann gehen wir gleich los. So, diesmal müssen wir leider hier rausfahren. In den vorigen Versionen der Map war ja hier kein Zaun. Da hätten wir gleich rüberfahren können. Aber diesmal müssen wir hier ganz normal, so wie sie es auch gehört, eigentlich beim Händler rausfahren. Gut. Ja, dann wollen wir mal schauen. Und zwar werden wir erstmal hier den vorderen Teil hier abernten. Ich denke so bis hierher, dass wir das Stück hier abernten. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir dann schon beginnen wollen hier mit dem Bauen. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Das Silo, ja, da ist ja Material drin. Also müsste das Silo hier oben rechts, hier, das müsste ja zu uns gehören. Also können wir auf jeden Fall den Mais zwischenlagern. Denn eins ist klar, wir sind jetzt nicht gerade in dem Monat, wo wir richtig viel für den Mais bekommen. Nee, ganz im Gegenteil. 242 ist der niedrigste Wert, 500 wäre der höchste Wert. Und, schon wieder, zack, 265, nein. Wir werden also den Mais definitiv versuchen einzulagern. So, dann werden wir hier mal das Gebiss ausklappen. Huch, bisschen vorfahren. Das hört sich ja fast an wie, ja, das hört sich ein bisschen komisch an. Okay, und dann natürlich auch den Drescher hier. So, Freunde, dann legen wir mal los. Sehr gut. Und dann werden wir erstmal hier ein bisschen Vorgewende fahren.
So, das müsste eigentlich passen, wenn wir hier in der Bahn drin sind. Oder? Schauen wir mal kurz nach links. Ja, ist halt natürlich mal ein bisschen ein Problem mit den Bäumen. Aber so passt das auf jeden Fall. Ja, wunderbar. So, wir sind in Folge Nummer 10. 10 Folgen hat es jetzt dann doch gedauert mit unseren Aufträgen der Kartoffelernte und Ähnlichem. Wir haben ja einige große Felder abgeerntet. Jetzt hat es also 10 Folgen gedauert, bis wir endlich in diesem Projekt unser eigenes Feld haben und wir jetzt auch wirklich für uns arbeiten und eben nicht als Lohner für die anderen. So, jetzt können wir eigentlich auch die Rundumkernleuchte ausschalten. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass sie funktioniert. So, dann gehen wir hier jetzt in die Kurve. Und werden mal hier hocharbeiten. Ja, das passt dann. Dann werden wir erstmal hier das Stück so vorarbeiten, damit wir dann auch eben mit unserem Abfahrer dann rankommen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, der eine Abfahrer, also unser Fendt, den ich übrigens in der Zwischenzeit auch repariert habe, der kann auf jeden Fall den Drescher zweimal abtanken. Und wenn der natürlich zum Silo fährt mit dem Helfer, dann könnten wir uns natürlich noch einen kleinen Anhänger besorgen. Vielleicht eben, dass eben eine Ladung reinpasst, so vielleicht mit 18 oder 20 Kubik. Und dann könnten wir den mit dem kleinen Trecker, mit dem kleinen Schlepper ebenso als Reserve, dass wenn unser Helfer noch nicht zurück ist auf dem Feld, damit wir auf jeden Fall abtanken können. Müssen wir mal schauen, wie sich hier das Ganze entwickelt. Auf der anderen Seite ist es ja so, ihr seht es schon, wir fahren ja die Bahn hoch und sind gerade mal bei 40%. Also wie gesagt, der Ertrag ist jetzt nicht so üppig auf dem Feld. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Hier aber mit 12 Metern, muss man schon sagen, kommt hier der Johnny richtig gut vorwärts. Ja, feine Sache. So. Was haben wir eigentlich auf dem anderen Feld da drüben? Ah, ich glaube, das ist sogar schon abgeerntet. So, weil das wäre natürlich dann auch von der Idee her für die Expansion eigentlich das nächstliegende, dass wir uns dann dieses Feld dann... Aber jetzt, wie gesagt, haben wir mit dem Feld hier, das werden wir uns dann auch schön einteilen. So. Das werden wir uns dann auch schön einteilen und in mehrere Felder unterteilen. Dann können wir hier auch immer verschiedene Fruchtarten ansehen und ernten. Und ich handhabe das ja immer so, dass ich diese großen Felder dann immer ein bisschen unterteile. Entweder in 3 oder 4. Dann werden wir auch definitiv eine Wiese anlegen, damit wir immer auch entsprechend Gras mähen können. Denn auf jeden Fall will ich Kühe auf dem Hof dann installieren. Aber da müssen wir mal schauen, ob wir das gleich beim ersten Mal schaffen. Denn wie gesagt, jetzt haben wir noch gerade mal etwas mehr als 300.000. Wir können uns natürlich dann noch ein bisschen Kredit holen. Und ja, aber der große Kuhstall, der liegt ja irgendwo, glaube ich, meines Wissens, jedenfalls mit dem Fütterungsroboter irgendwo bei jenseits von 700.000. Also das wäre jetzt definitiv noch nicht drin. Aber wie gesagt, mit dem Hofbau will ich dann auf jeden Fall beginnen in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge. Denn wir schauen mal, ob wir zwischendrin nicht auch Mais häckseln. Wir werden also das Feld, es ist ja extrem groß, nicht nur, dass wir den Mais als solches ernten, sondern ich tendiere auch ein bisschen dazu, dass wir hier auf jeden Fall häckseln und Silage machen. Und dazu müssen wir dann natürlich entweder ein Fermentersilo installieren oder ein Fahrsilo, aber ich tendiere da eben mehr zum Fermentersilo, schlicht und einfach deswegen, weil wir dann auch eben Gras und Heu bzw. Stroh dort einlagern können. So, 82. Das heißt also, bis wir vermutlich unten sind, können wir den Drescher das erste Mal abtanken. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, beim Hofbau will ich mich dann ein bisschen
an meinem alten Hof, was wir auf dem alten Projekt Reloaded hatten. Daran will ich mich dann ein kleines bisschen orientieren, was die Geschichte angeht. Vermutlich dann eben auch wieder hier auf der Seite dann den Kuhstall installieren. Aber wie gesagt, nur grob. Ich fand jedenfalls, oh, da ist er jetzt fertig und ist voll. Ja, das ist, wenn man sich ein bisschen bei der ganzen Sache verquatscht, ne? Das heißt, wir können jetzt rüberspringen zu unserem Fendt und den Abfahrer holen. Ja, wie gesagt, ich will mich dann ein bisschen daran orientieren, wie was ich für einen Hof hatte bei Reloaded. Weil was mir da sehr gut gefallen hat, war eben, dass wir direkt an der Baumreihe zwischen dem Kuhstall und der Baumreihe, da haben wir ja dann diverse Silos auch installiert, einen Fahrweg installiert, mit dem wir dann eben auch zum Feld kamen. Also praktisch hier, wo wir jetzt die erste Reihe geerntet haben, abgeerntet haben, dass wir da einen Fahrweg bauen, der nach hinten führt und da eben auch in der Verlängerung dann eben Felder einteilen. So. Hier können wir eigentlich den Motor ausschalten. So, was ich mal kurz noch schauen wollte, weil da war ich jetzt überhaupt nicht. So, was haben wir denn? Ja, 40 Hektar, also 40 Hektar ist schon ordentlich. Und wie gesagt, der Plan ist dann eventuell hier eventuell so eine Unterteilung und dann in die Richtung eine Unterteilung. Und dann habe ich damals auch in die Richtung eine Unterteilung gemacht und den Teil hier auch separat, sodass wir also dann hier definitiv 4 bis 5 Felder bekommen. Und je nachdem machen wir dann auch hier eben entsprechende Grünflächen. Aber wie genau, muss man dann nochmal sehen. Vielleicht werden wir auch hier ein bisschen mehr Hofgelände machen. Müssen wir mal schauen. So, er müsste abgetankt sein. Yep, dann können wir hier gleich weitermachen und so das Vorgewende sozusagen in die andere Richtung hochfahren. So. Sehr schön. Ja, dann schauen wir mal, weil, wie gesagt, solche Inseln auf den Feldern, wie hier jetzt diese kleine Baumgruppe, das ist natürlich immer optisch ganz schön, aber natürlich zum Bearbeiten des Feldes, vor allem mit den Helfern, nicht ganz so geschickt. Und deswegen nutze ich eigentlich solche Inseln immer auch, weil das bietet sich hervorragend an, dann da einen Hof darum zu bauen. Und dann hat man auch gleich ein bisschen, ja, kein so quadratisch-eckig gut, sondern dann ist es auch ein bisschen aufgelockert, das Hofgelände, wenn man dann eben solch eine Insel hier, solch ein Stück mit Bäumen und Wiese, wenn man das eben dann auch gleich mit integriert und dann passt das auch. Und dann machen wir eben das Gelände, wo wir jetzt gerade drüber fahren, das wird das Hofgelände, das zukünftige. So, jetzt habe ich gar nicht geschaut, aber das werden wir gleich nachholen, wie viel jetzt eigentlich der Hänger voll ist. Zu wie viel Prozent oder ob wir das sogar dreimal abtanken können, aber ich glaube, das wird nicht reichen, 2,5 eher. Und das ist natürlich, dann ist der Drescher noch halb voll und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, rechtzeitig zurückzukommen, also dann doch vielleicht noch die Lösung mit dem zweiten Abfahrer. Aber wie gesagt, wir sehen, wir schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. So. Gut. Und zurücksetzen. Und dann fahren wir hier wieder in die Spur. Ja, 12 Meter hier für das Maisgebiss, das ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich und genau das Richtige für diese Felder und genau das Richtige eben für unser Projekt Big Farm. Sehr gut. So. Dann würde ich jetzt hier mal kurz den Helfer losschicken. Und dann schauen wir mal. 40%. Ja, klar.
Ja, bei 32, dann hätten wir noch knapp 7000 ungefähr. Ja, aber ich denke, dann schicken wir ihn gleich los, wenn er eben voll ist. Beziehungsweise, wenn eben der Drescher zum zweiten Mal angetankt ist, dann haben wir knapp 33.000 dran und dann können wir den Abfahrer losschicken. Ja, das ist schon eine ganz schöne Fläche hier, fast 40 Hektar, also da wird der Drescher alleine schon noch eine ganz schöne Zeit unterwegs sein. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir das eben dann auch bewerkstelligen mit dem Feld. Denn nach Mais sollte ja immer gepflügt werden und ich glaube, wir haben in den Einstellungen ja Pflügen an. Wir können mal kurz reinschauen. So, ich bin der Meinung, wir haben Wucht, nee, Pflügen aus. Ja, ich glaube, das erste Mal haben wir gesagt, lassen wir es noch aus, weil wir eben noch nicht die Größe an Maschinen oder am Pflug haben, weil mit 4 Metern, da werden wir natürlich hier auf dem Feld nicht glücklich. Muss ich mir nochmal Gedanken machen, schauen wir nochmal. Aber Mais ist natürlich klar, da sollte man zuerst mal pflügen. Aber wir müssen natürlich hier auch, weil wir mit Precision Farming ja arbeiten, auch noch, weil das haben wir ja auch noch nicht gemacht, den Bodenzustand, die Bodeninformationen haben wir auch noch nicht eingeholt und das müssten wir eigentlich auch noch machen. Und wenn wir das manuell machen, muss ich mir auch noch überlegen. Denn ja, auch da werden wir mit Sicherheit dann 30, 40 Proben bei der Größe des Feldes nehmen müssen. So. So, dann fahren wir hier in die Spur und dann müsste das eigentlich passen, ja. Ja. So. 87, der ist jetzt auch schon wieder fast voll. Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Den hier nochmal abtanken. Dann lassen wir ihn die Hoch- und runterfahren und dann können wir nämlich den Rest nochmal abtanken. Dann müsste der Anhänger voll sein. So. Ja, und dann können wir auch schon die erste Fuhre mit Mais ins Silo bringen. Denn wie gesagt, jetzt macht es noch keinen Sinn, den Mais zu verkaufen. Da müssen wir noch ein paar Monate warten. Denn zu verschenken haben wir auch nichts, weil wie gesagt 60-65% gerade mal Ertrag auf das Hektar. Da haben wir sowieso schon einiges verloren. Und da sollte man dann schon schauen, dass wir natürlich den Mais zum besten Preis auch verkaufen. Ja, da müssen wir halt eventuell ein bisschen zwischenfinanzieren. Und natürlich dann auch noch den ein oder anderen Auftrag entgegennehmen, damit wir also hier die Zeit überbrücken und dass wir natürlich dann, wie gesagt, unseren Hof auch schon mal ein bisschen ausstatten können. Eine andere Idee wäre ja gewesen oder ist immer noch, ihr wisst es ja, auf der Map gibt es ja mittlerweile einen Kuhstall. Es gibt einen Schweinestall und einen Kuhstall. Und wenn ich richtig weiß, es ist ein bisschen komisch, man kann dort Kühe halten, man kann da Kühe kaufen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man diesen Stall dann auch verkaufen kann, ob der uns eigentlich gehört oder nicht. Aber ich weiß jedenfalls, dass man dort auf jeden Fall Kühe kaufen kann und halten kann. Also eine Option wäre natürlich so eine Art Zwischenhaltung, damit wir schon mal mit der Viehzucht beginnen können, damit wir die ersten Kühe schon einkaufen und dann natürlich auch die Kühe geschlechtsreif werden. Und dann wir eben warten, bis wir dann eventuell unseren Mais verkauft haben im Januar oder Februar und dann erst eben den Kuhstall hier auf dieser Fläche kaufen und installieren und dann die Kühe eben ja, rüber transportieren. Also das wäre auch eine Option. Müssen wir mal schauen. Ja, November, Dezember, Januar sind nur 3 Monate. Müssen wir einfach mal schauen. Also ist eine Option, wäre eine Möglichkeit, aber wir schauen mal und dann sehen wir weiter. So.
Ja, man sieht es links unten am Ertrag. Also so bombastisch ist es wirklich nicht. Hier geht es sogar in den orangenen Bereich. Müssen wir gerade mal schauen. Noch keine Daten vorhanden. Hier abgeerntet. 64% erwarteter Ertrag. Naja. So. Können wir schon mal das rausfahren? Wir haben 5000. Also wenn wir dann ungefähr 8000 haben, werden wir dann den Drescher hier abtanken. So, 7,5. Ja, können wir eigentlich auch die Bahn fast zu Ende fahren. Hier müssen wir dann sowieso alles manuell abfahren, damit wir hier die Ränder sauber ausfahren und auch ja kein Maiskörnchen uns verloren geht. So. Ja, lassen wir es gut sein. Gehen wir mal rüber und tanken ab. So, 30.600. Ja, wir müssen mal schauen. Ist ja natürlich ein bisschen uneben hier. Müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze noch einebnen oder wie wir hier den Boden dann bearbeiten, bevor wir anfangen, den Hof zu bauen. Ja, okay. Dürfte aber ziemlich voll sein. So. Dann bringen wir den jetzt hier in Position und dann darf der Helfer weiterarbeiten. Und wir können den ersten Mais ins Silo bringen. Das sollte jedenfalls funktionieren. So. Und gutes. Und Absprung. Ja, man sieht, hier ist auf jeden Fall eine schöne Delle drin. Muss man mal schauen, wie wir das hier alles bewerkstelligen, dass wir das erstmal ein bisschen einebnen, bevor wir hier unsere Häuser bauen. So, auf geht's. Mit dem Fendt zum Silo. Ja, und an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei allen bedanken, die neu hier bei mir auf dem Kanal sind und bei allen natürlich, die ein Abo haben dagelassen. Also vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr jetzt auch zukünftig hier mit dabei sein möchtet. Und wenn euch auch die heutige Folge gefallen hat, dann bitte gerne das Ganze mit einem Däumchen bitte honorieren. Würde mich sehr, sehr freuen. So, rechts rum Richtung Silo. So, wie viel haben wir denn? 99%, also es war ja fast eine Punktlandung. 39.927, also noch knappe 73 Liter hätten reingepasst, aber im Prinzip haben wir die Maschine, haben wir den Hänger hier schön voll gekriegt. Zum Abschluss der Folge. Ja, und jetzt sieht wie gesagt der Plan aus, dass wir das Feld jetzt einigermaßen abernten und dann mit dem Hofbau beginnen werden. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, wie viel wir dann häckseln, wenn wir entsprechend auch ein Silo haben. Und dann könnte es auch gut sein, dass wir uns dann noch, wie gesagt, einen zweiten, vielleicht sogar noch einen dritten Abfahrer dazu mieten.
Ja, weil im Moment können wir uns erstmal alles nur mieten bei 318.000. Und dann wird die Sache auf jeden Fall eine richtig schöne, runde Sache, wenn wir häckseln hier jetzt bereits in den ersten Folgen. Ja, da würde ich mich schon drauf freuen. So, hier der neue Teil auf der Map, der ja neu gemacht wurde nach dem Update. Neue Gebäude, ein neuer kleiner Stadtteil und natürlich eben auch eine weitere neue Produktion. So, hier geht's rein. Und dann gehe ich doch schwer davon aus, dass wir hier unser Material abliefern können. So, sehr schön. Es klappt. Wir können zum ersten Mal abladen. Und mit diesen Bildern darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Und, müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht einen anderen Hänger nehmen. Nichtsdestoweniger, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, hier bei uns auf dem Projekt Neubartelshagen Big Farm. Ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.